Herzlich willkommen bei einer weiteren Folge Pokémon Go. Ich bin Chaos Lady. Ich habe einen interessanten Fund in meinem Inventar gefunden, in meinem Pokémon-Beutel. Und zwar ein neues 100% Pokémon. Unglaublich. Und zwar dieses Dami. Nochmal zum Beweis. Es ist plus 82 IV, KP, Angriff, Verteidigung. Wow. Heißt, alle Werte sind auf 15. Heißt, 100%. Einfach so mal gefunden, so ganz zufällig beim Aufräumen. Ja, ich bin sehr aufräumwürdig und deswegen habe ich 588 Pokémon im Pokebeutel. Genau. So, was will ich machen? Ich möchte heute Onyx entwickeln, um einen Stahlmantel loszuwerden. Dann kommt man hier schon, hier 541, hört sich gut an. Das werde ich tun. Oder ich schaue mir nochmal die Bewertung an. Angriff auf 15. Und dieses hier hat... Ah, du kannst nur stolz sein. Na gut, dann entwickle ich lieber das. So, Metallmantel eingesetzt und entwickelt. Ich habe dann noch zwei Wasser-Pokémon, die ich entwickeln werde. Und ich und das sind auch ein paar, also die von der EV her, Wahnsinn. Also da sind auch welche bei, die haben gute EVs. Aha, Stardust kann Drachengute erlernen. Okay, und Knirscher sogar. Und du hast jetzt 1241, wie ich sehen kann, wenn du es nicht so doof verdecken würdest. Okay. Schön. Das heißt, eins mehr für meine Medaille. Da wollen wir uns doch mal die Medaille kurz ansehen. Wo bin ich denn jetzt da gerade? Stahl. Bei Stahl bin ich jetzt bei 149. Gut, es geht voran, es geht voran. Dann schauen wir doch gerade mal, da ich eine... Jetzt weiß man es vielleicht, welches Wasser-Pokémon ich entwickeln möchte. Hier steht jetzt 47. Schade, dass ich nicht eins mehr habe. Also, dass ich nicht 48 habe, weil dann könnte ich jetzt zwei entwickeln und dann müsste ich die Medaille bekommen. Na gut, dann ist es halt so. Oh, Kampf könnte auch interessant werden. Vielleicht wisst ihr, welches nächstes Wasser-Pokémon ich entwickeln werde, dass er auch einen Kampftyp hat. 94, dann merken wir uns das mal. Fangen wir mit Drachen an. Seemon. Das ist meine Seemon-Sammlung. Das ist Wahnsinn, wie viele da so ziemlich gute IV haben. Klar, eigentlich sind es jetzt hier nur zwei richtig gute. Und die entwickle ich jetzt mit der Drachenhaut. Hätte ich noch mehr Bonbons, könnte ich sogar ein drittes entwickeln. Ich habe mittlerweile sogar mehr Drachenhäute als Bonbons. Ja gut, 100 Bonbons ist aber auch arschteuer. Und ja, so ein paar Seetra-Kings. Erstmal und dann... Ich sag mal, Sepa ist wirklich nicht besonders selten. Feuer ohne Blutanfall, schön. Hier vielleicht nochmal Angriff. Wow. Und trotzdem hat es zwischen 93 und 96%. Wenn ich es einmal pushen würde, wird es vielleicht etwas deutlicher, welche Bewertung es wirklich hat. Es gibt halt leider zwei unterschiedliche Möglichkeiten. Leider. So, jetzt das nächste. Dieses hier. Das auch gerade mal entwickeln. Und ja, Seetra King, klar, ein bisschen zu viele Seetra Kings und dann muss man viele Sepa-Bonbons sammeln, falls man mal eins pushen möchte. Ich denke, das wird auch bestimmt mal kommen. Je nach Raid-Boss kann man nämlich Seetra King richtig gut gebrauchen, als Feuer, gegen Feuer zu kämpfen, war das, glaube ich. Hier, Aquaknarre, Hydro-Pumpe, genau, perfekt. Und dieses hier hat zum Beispiel KP nur auf 15 und trotzdem ist es hier 91 bis 93%. Gut, das war Simon. Das nächste ist Quapuzzi. Ja, ich glaube, ich habe es umbenannt in entwickeln. Das da. Das ist sogar vom Level her schön hoch und ich will Quappo.
Quappo ist eigentlich gar nicht mal so schlecht. Quappo kann zwei Kampfattacken lernen. Und mit zwei Kampfattacken kann man gut gegen Despota kämpfen. Also man kann auch Quappo einsetzen. Und ich sag mal, wer hat denn nicht ein paar Quappos auf der Hand? So, du hast jetzt Blubber-Wuchtschlag. Das macht aber nichts. Ich habe Unmengen an Sofort-TMs. Das wäre jetzt genau der richtige Zeitpunkt. Und dieses hier hat, ich habe jetzt zwar nicht die Prozent ausgerechnet, aber die Verteidigung ist auf 15. So, und dann nochmal hier. 15 Sofort-TMs, viel zu viele. Und dann gehen wir doch mal auf Quappo. So, da haben wir natürlich zwei Stück. Und dieses hier soll Blubber vergessen. Und hat Zertrümmer gelernt. Perfekt. Schade, dass man sich die Pokémon vorher nicht angucken kann. Jetzt muss ich immer erst wieder zurückgehen, weil ich wollte jetzt mir eigentlich dieses Quappo nochmal anschauen und überlegen, ob ich dieses Gepuschte nicht lieber eine Kampfattacken lerne, weil ich habe einfach zu wenig Kampf. Und Kampf braucht man sehr oft. Relaxo, Despota und wenn mal wieder ein dickes Chanera drinne hockt, dickes Hytera drinne hockt in einer Arena, das gerade erst frisch reingesetzt worden ist, ah, dann kann man schon mal Kampf gebrauchen. Ich würde da jetzt auch eine Sofort-TM mal einsetzen, damit sie wenigstens den Kampf-Move hat. Den Kampf Quick Move, logischerweise. So, Quappo, das da vergessen. Und ich glaube, hier gibt es eine hundertprozentige Chance. Es kann nur zwei unterschiedliche Quick Moves. Daher ist das schon ganz klasse. Ja, ich wollte es mal wieder aufrufen und nochmal angucken, aber nein. So, vier Lade-TMs nur. Da warte ich noch. Ich habe noch so ein paar andere. Ein paar andere Pokémon, bei denen ich noch nicht sicher bin, ob ich sofort TMs einsetzen will. Lade-TMs. Und da stehen so um die vier Stück auf der Liste und daher, dann lasse ich es mal lieber. Als nächstes meinen aktuellen Stand. Ich bin schon fast bei der Hälfte von 37 angelangt. Ich bin gut dabei aktuell. Und jetzt schauen wir mal. 95 Kampf. Geil. Eins mehr. Stahl hatten wir vorher nicht geguckt. Und hier sieht man es 49 von 50. Das heißt, ein Drache noch und ich habe die Silbermedaille. So einfach ist das und deswegen sind die Entwicklungs-Items gar nicht so schlecht. Kommt natürlich dann auch noch drauf an, was man alles mit den Entwicklungs-Items machen kann. Ich habe noch vier Metallmäntel, aber ich müsste sehr viele Sichlers fangen. Mal gucken, ob ich das noch hinkriege. Ich muss deswegen auch diese Nanabären sammeln, sparen, damit ich vielleicht genug Sichlers fangen kann, um wenigstens Sheriffs einige Male zu entwickeln. Ja, gerade hier nochmal kurz, ich hab natürlich den Tipp gelesen, dass man einfach hinter der 100 noch ein Prozent hinmachen kann. Dann kann man richtig schön seine 100% Pokémon anzeigen lassen, ohne dass noch irgendwas anderes dazwischen ist. Und jetzt seht ihr, es sind jetzt 5 Stück. Richtig, richtig klasse. Schreibt mir doch gerne in die Kommentare, wie viele ihr eigentlich habt. Habt ihr auch doppelt? Ich habe bisher jetzt wirklich, wie man sehen kann, nur ein Dragoran, nur ein Galoppa, nur ein Magma und Relaxo und Starmie. Ja, mal gucken, vielleicht finde ich ja noch irgendwann irgendwas in meinem Pokémon-Beutel beim Bewerten und Verschicken. Ich bin ja mit dem Aufräumen noch nicht so ganz fertig. Ich könnte bestimmt noch mehr aufräumen. Und ich denke, das war's für heute. Bis zum nächsten Mal.